Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, ihr habt beim letzten Gestalten-Video einfach über 50.000 Likes rausgehauen. Fettes Dankeschön dafür. Und heute machen wir einfach noch was viel krasseres. Viele von euch wissen ja, dass ich vor kurzem in meine erste eigene Wohnung gezogen bin. Und Freunde, hier sind wir einfach. Es fühlt sich so krass an, jetzt das erste Mal in meiner eigenen Wohnung. Also es ist halt hier eine tägliche Banane. Die können wir auf jeden Fall später noch gebrauchen, die Bananen. Eine zweite tägliche Banane. Auf jeden Fall habe ich jetzt... Was gut. Was ganz wichtig ist in der Wohnung, ich muss erstmal mal einen Einweihungsbackflip machen, weil in eine Winnie-Piano-Wohnung, da muss man mal einen Einweihungsbackflip machen. Also 3, 2, 1 und... Aber egal, dazu habe ich hier diesen schönen flauschigen Teppich. Der ist real so rutschig wie Eis, das ist echt extrem. Wir kosten meistens übrigens die Wohnung. So wie Chrissy gesagt hat, heute werdet ihr meine ganze Wohnung nicht nur zum ersten Mal sehen, sondern wir werden sie auch komplett gestalten. Und Freunde, ich bin echt gespannt, wie lange wir dafür brauchen, weil das sind einfach so viele Wände. Aber wir haben Materialien am Start, wir haben Motivation und das wird das fetteste Customizing-Video, was wir jemals gemacht haben. Schaut euch einfach mal an, wie viele Stifte wir am Start haben. Und eine Banane. Das ist noch nicht mal alles, Freunde, weil wir haben noch unsere riesigen Stifte am Start. Noch mehr riesige Stifte und natürlich riesige Pinsel. Und ihr dürft euch heute nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Noch einen riesigen Stift. Und jetzt würde ich sagen, wird hier mal ein bisschen Farbe reingebracht. Damit wir es nicht so einfach haben, haben wir auch wieder viele Challenges vorbereitet. Und eine davon ist das Glücksrad, wo dran ich direkt bei Lea. Und ich bekomme, Trommelwirbel, ein Tier. Oh, Tiere sind echt schwer zu zeichnen. Du bekommst immer am Anfang ein Tier. Ja. Mal schauen, was das bei mir wird. Eine Frucht, okay. Yes, eine Frucht ist gut. Wir schauen jetzt mal, was wir anzeichnen und dann machen wir uns an die Arbeit. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, da oben dran zu malen. Und zwar kann man diesen Spot nur mit dieser Leiter hier erreichen. Und das ist die perfekte Höhe. Nice. Für meine Frucht habe ich mir die Wand hier ausgesucht. Die passt einfach perfekt. Und jetzt werde ich auch den allerersten Strich ranmalen. Ich kann es einfach nicht fassen, dass ich jetzt gerade meine Wohnung customize. Aber let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, geht. Also ein bisschen fröhlicher kann ich es jetzt machen. Ich werde jetzt Chrissy mein Kunstwerk zeigen und ich bin so gespannt, wie er es finden wird. Augen sind schon zu. Einmal noch ein bisschen umdrehen. Okay. Und ich präsentiere dir meine Frucht. Schau. Boah, eine Erdbeere, die ist ja mega wild. Die ist auf jeden Fall ein bisschen größer geworden, als ich wollte. Also eigentlich sollte sie so werden, dann ist sie so geworden. Und ja, jetzt ist es eine 1 Meter Erdbeere. Ey, stell dir vor, du kannst hier so ein Regal aufstellen, stellst so einen Pott Erdbeeren auf und kannst dann immer eine Erdbeere naschen. Ja, das wäre ziemlich erdbeerig. Jetzt will ich aber mal Chrissy sehen. Für meine Zeichnung müssen wir jetzt hoch in die Lüfte, hoch hinaus und du kannst dich umdrehen. Okay, ich bin gespannt. Da oben ist der Uhu, wie er auf dich guckt. Aber er guckt ganz schön traurig irgendwie. Seht ihr das zu den Augen? Ja, das Problem war, am Anfang habe ich die Augenwinkel so gemalt und dann hat er jetzt halt einfach dicke Augenbrauen. Alles echt krass geworden. Ist das jetzt ein Uhu oder eine Eule? Ich würde sagen ein Uhu. Aha. Die ersten zwei Bilder sind schon mal dran und für die nächste Challenge haben wir was ganz Besonderes wieder am Start. Und zwar den guten alten Würfel. Die Augenanzahl, die wir jetzt würfeln, dürfen wir in Stunden Freestyle malen. Also ich bin gespannt. Ich würfel. Mach das. Let's go. Und es ist... Oh! 6 Stunden. Ich habe einfach zu viel Glück. 6 Stunden Zeit, aber Freunde, dafür haben wir Unterstützung. Und zwar... Von mir, Luise. Ist wieder mit am Start und wir machen uns an die Arbeit. Hier haben wir unseren Timer und ich würde sagen, die 6 Stunden starten ab jetzt. Das schaffst du's. Yes! Let's go. Die 6 Stunden sind jetzt einfach rum und es hat sich einfach so schnell angefühlt. Oh, ja. Also wenn du so drinnen bist im Malen, dann denkst du, keine Ahnung, das geht so schnell vorbei wie 2 Stunden eigentlich. Aber wir sind schon so weit gekommen. Ich finde, ich will euch noch gar nicht zeigen. Am liebsten würde ich es euch schon zeigen, aber Freunde, wir heben uns das auf und morgen geht's weiter. Guten Morgen Leute, heute ist der nächste Tag und wir haben heute so viel vor. Ihr seht, hinter uns ist eine komplette freie weiße Wand. Dort kommt ein riesiges Winnie-Piano-Logo ran, heftige Wandzeichnungen und ich würde sagen, wir starten direkt.
Das Winnie-Piano-Zeichen haben wir schon mal rangeklebt und jetzt heißt es drumherum richtig nice gestalten. Jetzt kommt der allerletzte Strich von unserem Riesengemälde und das ist echt so besonders, weil wir haben für das Gemälde fast 3 Tage gebraucht. Also, bist du bereit, Chrissy? Jo. Okay. Und die letzten Striche. 3, 2, 1. Yes! Junge! Wir haben es geschafft! Ey, das war so viel Arbeit. Jetzt werden wir das komplette Tape abziehen. Lehnt euch zurück und genießt es, das wird nämlich so satisfying. Yo! Wollt ihr auch so ein schönes Armband? Dann geht auf winniepianoshop.com. Da findet ihr es zwar nicht, aber auch schöne Dinge. Ich hab auch so ein Armband, ich hab's auch. Es ist voll im Hype, Mann. Yo, clean. Der allerletzte. Gönnt ihn euch. Yo, was? Das Bild ist einfach so nice geworden und wisst ihr, was das Besondere ist? Wir haben ja mit Absicht das Winnie-Piano-Zeichen weiß gelassen und das liegt daran, dass wir da euren Namen reinschreiben. Und zwar müsst ihr einfach nur einen netten Kommentar schreiben, wo auch euer Name drin steht und mit etwas Glück kommt ihr dann an unsere Wand. Das ist richtig. Das Ding ist, wir haben ja auch die ganze Wohnung noch nicht komplett eingerichtet, das dauert halt ein bisschen, aber die wichtigsten Sachen sind schon mal drin und ich habe euch auf Instagram gefragt, dass ihr einen Kommentar schreiben sollt, was in der Wohnung auf keinen Fall fehlen darf und da habt ihr folgende Kommentare geschrieben und die werden wir jetzt natürlich bestätigen. Nicht bestätigen, sondern erfüllen. Der erste Kommentar kommt von Duisburg89 und er hat sich gewünscht, dass wir eine Palme in unsere Wohnung stellen. Den Wunsch erfüllen wir euch natürlich gerne, also let's go. Die passt perfekt hier hin. Oh, neben der kleinen Palme. Vor allem, kleiner Funfact, die kleine Palme dort ist aus unserem Trampolinbunker und jetzt hat sie einen großen Bruder. Das sieht doch mal nice aus. Das bin ich. Richtig viele von euch meinten, dass Bonnie und Foxy auf keinen Fall fehlen dürfen und deswegen haben wir jetzt hier für euch Bonnie und Foxy. Komm rein, komm rein. Ja, Feini. Hallo, mein Spotzi. Hallo, mein Spotz. Das war mir so klar, dass Bonnie den Teppich lieben wird. Und Foxy eskaliert. High five! High five! High five! High five! High five! Heißt High five? Bleib stehen! Alle coolen Hunde kommen jetzt zu mir. Ja! Feini! Du bist cool! Foxy! Guck mal, wie sie sich herrobt. Foxy hat auch wieder einen richtig coolen neuen Trick gelernt. Und zwar zeige ich euch den. Foxy, komm hier. Winky, Winky, komm! Winky, ja, Winky, 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 Feini, Feini, sehr gut, super. Ich habe den Kommentar geschrieben, dass ich mir einen Winnie-Piano-Shop in Winnie-Pianos Wohnung wünsche und den Wunsch hat mir Winnie erfüllt. Gucken wir nach, was er gemacht hat. Ich bin gespannt. Oh, perfekt, ein Winnie-Pferdezeichen. Oh Gott. Yo. Herzlich willkommen im offiziellen Winnie-Piano-Shop. Ey, das sieht ja mega aus. Oder? Jo. Auch mit den LEDs und so. Das ist der offizielle Winnie Piano Shop hiermit eröffnet. Ey, das ist super cool. Kaufen Sie ein, das gibt alles, was Ihr Herz begehrt. Okay. Nein, Sie müssen doch bezahlen. Na, Chrissy, was soll's sein? Wow, so viel Auswahl. Ich nehme erstmal das T-Shirt hier. Das graue Winnie Piano No Risk No Fun Shirt, eine sehr gute Wahl. Perfekt, danke. Jetzt brauche ich noch was für die kalten Tage. Ich nehme eine Mütze und zwar die hier. Willst du die Länder noch dazu haben? Ja, Mann, ich nehme direkt beide. Das habe ich mir gedacht, eine sehr gute Wahl. Und jetzt brauche ich noch einen Pullover. Können Sie mir noch was empfehlen? Hast du gerade Pullover gesagt? Ja, Mann. Hast du gerade Pullover gesagt? Ja, Mann. Da muss ich mal schauen, ob ich im Lager noch die Special Pullis habe. Bin gleich wieder da. Special. Special. Jawohl. Und zwar nur für dich und bald wieder im Winnie Piano Shop die roten Winnie Piano Special Hoodies. Wow. Einen hatte ich noch für dich auf Lager. Die leuchten ja mega krass, danke. Soll ich dir sagen, was nice ist? Was ist nice, Mann? Zu jeder Bestellung gibt es eine original signierte Winnie Piano Autogrammkarte dazu und weil du es bist, sogar 2. Wow. Danke. Du bist so ein guter Kunde, ich kann gar nicht anders. Ich muss dir noch einen Gratis-Sticker geben. Ey, du warst so ein guter Verrater. Nimm einmal ein Trinkgeld. Tschüss. Danke, Mann. Falls ihr genauso gut wie Chrissy ausgestattet sein wollt mit Winnie-Piano-Klamotten, schaut vorbei im Winnie-Piano-Shop. Alles, komm raus. Das ist der offizielle Ausgang für Hunde.
Rick und noch ganz viele andere von euch haben kommentiert, dass auf keinen Fall ein Trampolin fehlen darf. Und deswegen haben wir natürlich Minitrap einfach mitgenommen. Und ich bin so gespannt, was wir damit alles machen können. Schaut mal. Oh, wir waren fast an der Decke, Leute. Ey, ob damit ein Salto geht, das müssen wir ausprobieren. Und damit wir auch sehr weich landen, hat Emma geschrieben, dass wir einen Sitzsack in die Wohnung holen sollen. Und den haben wir auch am Start, damit wir auch sehr weich landen. Einfach fast in deiner T-Shirt-Farbe. Ey, ob damit ein Salto funktioniert, das werden wir gleich mal ausprobieren. 2, 1 und... Oh, yo, ey, krass. Ey, voll easy. Mach der war Spock. Mega sauber. Willst du auch mal probieren? Oh Gott, ich weiß nicht. Ich probier mal. Ja! Oh, ey, nice! Ey, man kann das mit der Höhe wirklich null einschätzen. Man hat richtig Angst, dass man mit den Füßen oben ankommt. Yes! Oh. Yes, in Stand! Oh. Yo! Ich würde sagen, wir werden jetzt noch mal ein bisschen im Wohnzimmer weiter customizen und danach fangen wir dann mit dem Schlafzimmer an. Moin Leute, heute schon wieder der nächste Tag und Chris ist gerade noch in der Schule und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich die Zeit nutze und hier die zwei Säulen vom Wohnzimmer customize. Die sehen nämlich so aus, als wollen sie angezeichnet werden. Ich habe mir jetzt ausgesucht, die Säule am Anfang zu machen und da werde ich mal abtapen, dann werde ich es anmalen, das Tape abziehen und ich bin so gespannt, wie das dann aussehen wird. Let's go! Oh yes! Abgetaped habe ich jetzt schon mal und jetzt kommt die Farbe dran. Die Säulen sind auf jeden Fall richtig nice geworden und jetzt machen wir weiter mitten im Raum, den ihr noch kein einziges Mal gesehen habt. Und zwar, kommt mit, denn das hier ist unser Schlafzimmer. Ich finde es jetzt schon so gemütlich einfach, aber eine Sache fehlt noch und zwar, ihr seht, die Wände sind noch komplett weiß und deswegen habe ich gedacht, dass wir dort Planeten dran malen. Ich habe mir gedacht, dass ich direkt über dem Bett hier einen riesigen Mond hinmachen werde und damit fange ich direkt an. Ich bin jetzt auch wieder am Start und fange direkt mal an mit dem Mars. Das Schlafzimmer ist jetzt fertig und Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben die komplette Wohnung fertig gecustomized und jetzt kommt das, wo ihr die ganze Zeit drauf gewartet habt. 7 Tage Arbeit. Und zwar zeigen wir euch jetzt das komplette Endergebnis. Let's go! Ihr habt es gesehen, das ist einfach das fertige Endergebnis und ich finde, es ist einfach so cool geworden, hätte ich nicht gedacht und falls ihr es auch feiert, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und abonniert, falls ihr es nicht gemacht habt und wenn ihr an die Wand wollt, vergesst nicht, lasst einen netten Kommentar mit eurem Namen da. Und dann würden wir schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal, ciao!